Seit 2006 sucht Heidi Klum Models. Unzählige Mädchen wollen Jahr für Jahr Germany's Next Topmodel werden. Doch nur wenige haben auch danach Erfolg. Aus welchen Mädchen wirklich ein Promi oder ein Model wurde, erfahrt ihr im ersten Teil. 2006. Sie sieht aus wie die junge Heidi Klum. Lena Gerke gewann die erste Staffel und ist internationales Model, Moderatorin und Freundin von Fußballer Sami Khedira. 2007. Barbara Mayer wurde für die Vogue abgelichtet, lief für Joop und wird immer noch auf den Red Carpets erkannt. Wirklich prominent wurde allerdings Mitkandidatin Fiona Erdmann. Ob Dschungelcamp oder Wild Girls, sie probiert alles aus. 2008. Sarah Knappig flog in dieser Staffel schon als Achte raus. Trotzdem, mit ihrer großen Klappe landete sie noch in etlichen Reality-Formaten. Ex-BFF Gina Lisa schlug denselben Weg ein und genießt das Leben als Starlet. 2009. Wow, Sara Nuru macht Werbekampagnen für C&A, Reebok, Lufthansa, Maybelline Jade und lief bei der New Yorker Fashion Week. Sie ist weiterhin dick im Geschäft. 2010. Alizar Ailabuni wurde von 17 verschiedenen Modelabels für die New Yorker Fashion Week gebucht. Nicht schlecht. Von den Hübschesten zu der Perfektesten. Das unglaubliche Leben der Real-Life-Barbie. Abonniere auch unseren YouTube-Channel.